Herzlich willkommen zu der Top Edition 177. Im letzten Jahr haben wir immer wieder Werbung für Product Placement gemacht. Das ist ein ziemlicher Scheißwitz, um ehrlich zu sein. Genau, und bei Content Makers haben wir noch weitere so schlechte Witze gemacht. Und die seht ihr in der 6. Ausgabe von Output Internet. Heißt die letzte Version von Premiere Pro denn Dernière Pro? Kommst du nachher in Coop? Warum? Wer will denn mit dir kooperieren? Ice Tea. More like Nice Tea. Ich habe kein Talent. Brauchst du einen Hacki? Wegen Hacke-Talent. Für blendende Qualität braucht es natürlich Skiwerfer. Danke für den musikalischen Input. Ich inputte gerne noch mehr Musik und tue sie aus dem Output rauslassen. Das ist ein Oval. Es kann aber auch ein Ohai sein. Oder ein O-Fisch oder O-Oktopus. Der Abfallsack ist noch intakt. So wie ich im Takt bin, wenn ich Musik mache. Jetzt wäre ich fast auf deine Maus gesessen. Dann wäre sie Maus gewesen. Aber das muss ja nicht sein. Hey Tim, kommst du nachher in Holy Cow? Warum meinst du? Stimmt, du kannst ja nicht kauen. Ich bin geflüchtet. Bist du denn ein Fluchtsalat? Tim, in welchem Team bist du? Wenn der Zeche ganz rot wird, ist es dann ein Tomato? Actimel, Kamel, es gibt so viele Mehlsorten. Was haben wir für Team? Was? Tim, was Time? Ja. Ein Wasserhahn, der die Wahrheit sagt, ist in dem Fall ein Truthahn. Was ist das? Keine Ahnung, sag's mal. Ein Lipton. Wenn Frauen verdauen, tun sie für Frauen. Hast du schon mal ein Ei geklaut? Nein. Aber hast Ei geklaut? Und in der 21. Folge von Facebook finden wir raus, was passiert, wenn schottische Staatsbürger sich betrinken. Du, ich glaube nicht, dass das ist, was das bedeutet. Aha, was Schotten dich machen heisst, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen zu der 21. Folge von Facebook, wo wir dir die Ursprünge von der Redewendungen erklären. Schotten dicht machen. Ja, also ich hätte hier noch eine Idee für das Design. Wir könnten das Ganze in Türkis machen. Vielleicht auch noch ein bisschen Farbverlauf in mischen. Vielleicht zu violett oder so. Nein, ich würde eigentlich gerne orange behalten, so wie es gestern war. Ach, come on, willst du nicht mal offen für Neues sein? Nein, orange ist gut. Lass doch einfach so, wie es gestern war. Mach es einfach orange. Ich muss jetzt weitergehen. Tschüss. Ja, mach jetzt nicht gerade Schotten dicht. Wenn man das sagt, wird man damit nicht sagen, dass man ein britisches Volk abfüllen will, obwohl das noch lustig wäre, sondern die Redewendung hat ganz einen anderen Ursprung. Und zwar kommt die vom Schiffsbau. Seit dem Jahr 1929 ist es nämlich obligatorisch, dass man im Schiffsrumpf Trennwände verteilt, wo man schliessen kann. Und so einen abtrennten Raum nennt man dann Schott. Falls es im Rumpf anfängt zu brennen oder das Schiff ein Leck hat, wo Wasser reinkommt, kann man die Trennwände schliessen. Durch die Schotte wird das Wasser aufgehalten und kann sich nicht mehr weiter verbreiten, sodass es am anderen Ende des Schiffes nicht ankommt. Bei der Titanic zum Beispiel haben die Schotte nicht viel gebracht, da das Schiff regelrecht vom Eisberg aufgeschlitzt worden ist. Wenn man jetzt die Schotte dicht macht, dann tut man sich wie Metall abdichten, dass wenn jemand eine andere Meinung hat, die einem ganz egal ist. Let me get a classics. Und zum Schluss sind wir wieder mal ins Archiv, gehen wir wieder und haben uns ein paar spannende Berichte von Vereinen rausgesucht. Mit unserem nächsten Bericht haben wir einen richtigen Leckerbisser für all unsere Internetsüchtler und Computerfreaks vorbereitet. Denn nämlich bei unserem nächsten Bericht geht es um Hacker. Wer noch nicht weiss, wer das ist, jetzt wird es erklärt. Surfen ist gefährlich und wird immer gefährlicher. Mit der Verbreitung vom Internet
ist der eigene PC mit vielen anderen Computern verbunden. Das bringt enorme Vorteile mit sich, aber auch gewisse Gefahren. In letzter Zeit hört man immer wieder von den ach so schlimmen Hackern. Was genau sind die Eigenschaften von diesen scheinbar gefährlichen Monster? Ein Hacker, das sind eigentlich Leute, die in der Szene so definiert werden, sind nicht unbedingt kriminelle Leute, aber sind Leute, die vielleicht mit einem gewissen Eifer technische Herausforderungen annehmen und vielleicht das auch so ein bisschen als Aufgabe sehen, tief ins Technische reinzuschauen. Hacken bedeutet also stundenlang einsames Tüfteln an technischen Geräten. Was ist denn die Motivation von diesen Technik-Freaks? Dass man halt also ein gewisses Überlegenheitsgefühl kriegt, wenn man irgendetwas kann, wo sonst niemand kann. Oder? Oder wenn man etwas weiss, was niemand weiss. Und das ist, ja, das ist definitiv noch etwas Pubertäres. Also man ist echt eine anonyme Person. Niemand kennt dich, niemand will dich auch kennen. Du hast wie andere Begabungen wie die anderen Personen und bist einfach schon der King. The most rewarding is when you almost dream about the what you're going to be doing next, and it almost becomes an obsession. And you manage to find a way in the end. That is the most gratifying and the big kick. Weil Hacken ein enormes Glücksgefühl kann auslösen, besteht die Gefahr, dass man süchtig wird und nur noch in dieser virtuellen Welt lebt. Ja, zeitlang habe ich da wirklich mit einem Kollegen andauernd im Internet kommuniziert und wirklich the internet was part of my life. At that point it was very much a part of my life in terms of communication and my job and profession and so forth. So I spent a lot of time there, had a lot of fun too. But it's definitely been part of my history and future. Mit der Verbreitung vom Internet ist die Hacker-Szene enorm gewachsen. Dabei hat sie aber viel von ihrem Spirit verloren. So ist es heute jedem Trottel möglich, ein Programm vom Internet runterzuladen und mit dem einen fremden Computer zu hacken. Durchschnittlich Hacker, sogenanntes Script-Kiddy, ist wesentlich dümmer geworden. Es werden vorfabrizierte Tools benutzt und sie werden benutzt, um neu mit eindringen. Und es ist nicht die Idee, wie soll man sagen, es geht gar nicht mehr ums Eindringen an sich, sondern es geht darum, dass man rumbluffen kann oder dass man irgendwo drinnen ist oder whatever. Aber es geht zum Beispiel nicht darum, herauszufinden, wie man reinkommt. Das ist völlig irrelevant. Also Script-Kiddy sollte wirklich abschaffen, sie verunstalten die Szene und zum Hacken. Sobald man sich in ein System hackt, das einem nicht zugänglich gemacht worden ist, handelt man kriminell. Inwiefern ist denn das den hauptsächlich jugendlichen Hacker auch bewusst? Kriminell handeln tut man einerseits schon, aber wenn man nichts stört, nichts verbricht, handelt man eigentlich nicht kriminell. Ich denke, es wird eher als Spiel aufgefasst, obwohl man sich irgendwo bewusst ist, dass es irgendwie, dass man irgendetwas Illegales macht, dass man irgendwie drankommen kann. Viele Hacker wechseln irgendeine Zeiten und arbeiten als Security-Experten. Im Auftrag von Firmen beschützen sie Netzwerke vor Angriffen von ihren ehemaligen Kollegen. Was sind die Gründe für diesen Seitenwechsel? And in that way, turning a hobby into a business or an income stream is a good thing personally. Ja, einerseits ist es, du machst weniger illegales Zeug. Du kannst dich auch besser in die Gruppe integrieren, statt in einer Cracker-Gruppe bist.
Am Anfang von unserer Recherche sind wir davon ausgegangen, in Hackerszene vor allem auf Freaks mit enormem Wissen zu stossen. Der grösste Teil der sogenannten Hacker sind aber gar nicht Leute mit technischem Verständnis, sondern lächerliche Script-Kiddies. Es gibt sicher eine Hacker-Szene. Es gibt einige Hacker, die ich getroffen habe in den letzten Jahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gesamthaft Hacker, die irgendwo einbrechen können, die uns auch vielleicht unterstützen könnten, habe ich keine getroffen. Also so, es gibt sehr wenige Leute, die wirklich ein sehr tiefes, fundiertes technisches Know-how haben. Aber ich wäre natürlich sehr froh, von denen zu hören, wenn die sich dann bei uns mal melden würden. Man sagt nicht Asylanten. Das richtige Wort ist Asylsuchende. Oft werden Asylsuchende als kriminell und arbeitsfaul bezeichnet. Dass das nicht ganz so ist, zeigt euch jetzt der Bericht von Tanja. Unter der Bezeichnung von Asyl versteht man Zufluchtsort, Unterkunft, Obdach, aber auch Schutz vor Gefahr und Verfolgung. In der Schweiz werden Personen ins Asylverfahren genommen, die nach Auffassung der Behörden Flüchtlinge sind. Als Flüchtling werden nach dem Schweizerischen Asylgesetz Personen definiert, die in ihrem Heimatstaat oder in dem Land, in dem sie zuletzt gelebt haben, wegen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Meinung ernsthaften Nachteil ausgesetzt sind. Asylsuchende werden in der Schweiz in einem Asylheim aufgenommen. Als einziges Asylheim vom Kanton St. Gallen führt das Asylheim Thurhof ein Jugendprojekt. Minderjährige, die ohne Eltern geflüchtet sind, können hier an verschiedenen Projekten teilnehmen. Sie können in der Werkstatt oder im Nähatelier arbeiten. Das Projekt ist ein Projekt, das ein bisschen Beschäftigung ist für die Leute, aber auch ein bisschen mit einem Ausbildungscharakter. Die kommen schlussendlich ein Zertifikat über mit einem Arbeitszeugnis. Das ist eigentlich das erste Arbeitszeugnis von hier in der Schweiz. Und dass sie quasi, wenn sie hier bleiben können, bessere Chancen haben, zum Stelle finden. Oder wenn sie wieder heimgehen ins eigene Land, um dort den Einstieg wieder erleichtern. Die Jugendlichen leben getrennt von den Erwachsenen in einem Wohnheim. Das Wohnheim bietet bis zu 17 Jugendliche Platz, die bis zur Volljährigkeit dort bleiben. Zwei afrikanische Jugendliche erzählen, wie in der Velowerkstatt geschaffen wird. Und wie sie ihre Zukunft in der Schweiz sehen. Ja, also als Jugendliche, wir müssen also für uns, es ist voll. Man hat also fast wenig Zeit für ihn selber. Aujourd'hui, en fait, ici, c'est notre atelier de travail. On fait des réparations de vélo. On apprend à travailler les vélos. À des gens qui en va pour réparer. Et puis, en fait, on répare des vélos pour revendre aussi. Es ist also wie ein Teil von unserem Leben hier in der Schweiz. Weil also man muss von unserem Wohnort lernen, wie man lebt in der Schweiz und was man macht man genau in der Schweiz. On travaille ici de lundi à vendredi. On commence de travailler à 9h jusqu'à 16h45. Puis on finit notre travail, on rentre à la maison. La maison chez nous, on vit là-bas ensemble, on vit en groupe. Ja, weil weiß niemand vielleicht, haben wir vielleicht morgen oder übermorgen Chance in die Schweiz zum Leben und arbeiten. Dann müssen wir lernen, ja, wie arbeitet die Schweizer und wie ist mit der Schweizer Kultur und so. Man könnte vielleicht meinen, dass die Führung eines Asylheims langweilig ist. Doch der Herr Leib, der Leiter des Thurhofs, sagt etwas anderes. Mir macht an dieser Arbeit Freude, eigentlich, dass ich mit so vielen Menschen zu tun habe, aus verschiedenen Kulturen. Ich habe eigentlich die ganze Welt hier. Ich habe sehr viele sehr feine Leute, die ich hier kennenlernen darf. Ich habe mit verschiedenen Kulturen Auseinandersetzungen. Doch das Leiten eines Asylheims ist nicht immer sehr einfach.
Wir haben Gesundheitsprobleme, wir haben familiäre Probleme, wir haben Integrationsprobleme für uns in unterschiedlichen Tragweiten. Wir haben Folteropfer, wir haben Kriegsflüchtlinge, wir haben aber wirklich auch sehr Leute mit sehr schweren Krankheiten. Seit ich im Dorf bin, sind auch schon 4 Leute gestorben und das sind immer auch ganz, ganz schwierige Situationen gewesen. Also momentan es ist ein bisschen schwer, weil ja, man hat fast keine Ahnung, es ist schwierig. Du bist immer wieder am Arbeiten, aber ja, kannst du nicht genau sagen, ob du siehst am Schluss ein Ziel oder nicht. Aber einfach, wir machen es, weil wir sagen immer wieder, man weiß nicht, was kommt morgen oder so. Dans l'asile, ça sent comme ça, des fois bien, des fois mal. Telle est la vie de l'homme. Das war es mit der Top Edition 177. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heisst Videogame! Nein. Willst du es nehmen? Nein. Ich rede nur noch das Mikrofon. Fuck! Ich hab's doch gewusst. Au. Als erstes kommt der Anfang, nach dem Anfang kommt die Mitte und nach der Mitte kommt der Schluss. Mit dieser Sendung durchbrechen wir die 21. Folge von der Rubrik Facebook. Und zwar mit der Redewendung. Das war eine richtig scheiß Moderation. Die Redewendung kommt aus dem 19. Jahrhundert. Der Girl ist so wenig. Haha, wäre lustig. Oh Mann.